herzlich willkommen zurück bei Roadhouse Bus. Schön, dass ihr wieder da seid. Wir sind endlich angekommen, da wo wir hin wollten, nämlich in der Pampa. Aber heute geht es nicht um die Pampa, es geht um den Bus selber. Es kommt die angekündigte Roomtour, das heißt, wir zeigen euch alles, was wir auf unserer Weltreise brauchen, was wir verbaut haben, was funktioniert, was nicht funktioniert. Ganz wichtig, wenn es euch gefällt, Daumen nach oben, abonniert den Kanal und ansonsten wünschen wir viel Spaß beim Video. Ja, dann kommt mal rein. Also, hier ist Wilma. Kommen wir kurz zum Cockpit. Wir fangen mal hier vorne an. Typisches T3 Cockpit. So, es werde Licht. So, da haben wir es. Wir haben ein bisschen was nachgerüstet. Wir hatten mal einen 1,6 Liter Diesel. Jetzt haben wir einen 1,9 Liter TDI mit 130 PS. Da machen wir aber ein extra Video drüber, weil das ist eine ganz interessante Geschichte. So, hier unser Tempomat. Wir fahren fast nur mit Tempomaten, macht die Sache einfach. Ist von einem Weco-Tempomaten nachgerüstet, funktioniert aber super mit dem Steuergerät. Wir haben hier noch ein Drehzahlmesser nachgerüstet, damit wir wissen, was bei uns los ist. Ja, und hier eine kleine Besonderheit. Wir sind sozusagen ein kleiner Synchro. Wir haben nämlich ein Sperrdifferenzial auf der Hinterachse und das können wir hier aktivieren, um uns aus dem größten Schlamassel irgendwie wieder zu befreien. So, dann haben wir nachgerüstet die beiden Getränkehalter, funktionieren fantastisch. Und wir haben natürlich den Standard T3, Kartenableger, dient für uns als Arbeitsplatz zum Videoschneiden, wie auch immer. Und somit haben wir einen zweiten Tisch und einen zweiten Arbeitsplatz im Auto. Ja, dann kommen wir nach hinten. Vielleicht noch eine Sache, ist klar, natürlich Sitze sind nachgerüstet. Wir haben uns eine Drehkonsole eingebaut, damit wir, wenn wir am Camping ankommen, auch schnell sozusagen bereit sind, uns hinsetzen können und gemeinsam essen können oder wie auch immer. So, und dann kommen wir mal zum hinteren Teil des Busses. Hier könnt ihr sehen unseren Camping-Einbau. Jetzt sieht man mich, na auch nicht schlecht. Also unseren Camping-Einbau. Wir haben den alten Raimo-Einbau gelassen. Meines Erachtens nach ist das eine Raimo-Version. Ist 40 Jahre alt, funktioniert super. Und wir wollen hier keinen Schönheitspreis gewinnen, sondern es soll funktionabel sein und uns soll der Bus nicht an jeder Straßenecke geklaut werden. Also, kommen wir mal zum Interieur. Wir haben einen großen Kühlschrank eingebaut, 60 Liter, mit einem kleinen Eisfach. Und ich kann euch nur eins sagen, wir produzieren bei 40 Grad Außentemperatur Eis und haben abends Eis für einen Cocktail, wenn wir dann am Strand sitzen. Wir haben den Herd hier oben rausgeschmissen. Wenn wir kochen wollen, dann machen wir das. Dann stellen wir den Kocher einfach hier oben drauf und kochen. Aber wir wollten keine feste Kochstation im Auto. Wir kochen lieber draußen. Das hier ist eine alte Käseglocke. Umfunktioniert zum Waschbecken. Funktioniert super. Wir wollten ein rundes, schönes haben. Wir waschen unsere Sachen auch nicht hier ab, sondern wir waschen die draußen ab. Das zeige ich nochmal. Hier ist unser Wasserhahn. Der wird eingeschaltet. Danach kann man die Wasserstärke regulieren. Und ist aus einer alten Osmoseanlage, ist das meines Erachtens nach. Genau, und funktioniert super, sind wir total glücklich mit. Noch eins zum Kühlschrank, also unser Kühlschrank funktioniert, hier sieht man es, mit 220 Volt, 12 Volt und Gas. Und wir haben lange darüber gerätselt, ob wir jetzt einen Absorber nehmen oder ob wir einen Kompressor nehmen, der denn nur über Elektro läuft. Und wir haben uns für den Absorber entschieden und sind damit auch absolut zufrieden. Also ab 35 Grad sollte man immer gucken, dass zumindest mal die Wand im Schatten ist. Also die Wand, wo der Kühlschrank ist, sollte dann auf der Schattenseite sein. Ansonsten macht er uns treue Dienste. Wir haben immer kaltes Bier, wir produzieren sogar Eis unterwegs und da funktioniert super. Ne? Dann haben wir hier oben uns ein Regal eingebaut, einfach damit wir ein paar Sachen mehr mitnehmen können, dass wir nochmal, wenn wir stehen sozusagen, also wenn ich jetzt hier stehe, dann kommen wir da natürlich sehr, sehr gut ran. Und wir haben ja hier oben unser Hochbett, also unser Hochdach eingebaut ins Dach. Und was natürlich ganz toll gelöst ist, ist, dass wir jetzt hier unsere ganzen Hygieneartikel haben können etc. pp. Eine der besten Geschichten, die wir eingebaut haben, muss ich wirklich sagen, im Nachhinein ist diese Leselampe aus normalen Fahrzeugen. Das heißt, wenn wir oben im Bett liegen, dann nehmen wir die nach oben und haben oben Licht.
Können wir auch von oben ausschalten, weil der Ein- und Ausschalter hier oben dran ist. Und das ist ein echtes Licht. Das ist also kein LED-Licht, kein, ja, ihr kennt es ja, diese, wie soll ich sagen, Lichter, die kein Licht machen. Und das macht vernünftiges Licht. Man kann damit wahnsinnig toll lesen. Man hat, man kann es gegen die Wand richten. Das heißt, wenn wir das wirklich so ein Stück vor die Wand halten, dann macht es auch nur ein ganz schwaches Licht, also dass wir nicht die Insekten von draußen groß anziehen. Ja, und funktioniert super. Wir haben hier die Steuerungseinheit von unserer Standheizung. Das heißt, hier ist sie. Die Geschichte ist ja die Autotherm, die Planar 2D ist es, genau, Planar 2D haben wir verbaut, Dieselstandheizung, und wir können nur eins sagen, der Bus ist komplett isoliert, wir haben komplett 2 cm Armaflex auf der gesamten Karosserie verklebt. Selbst bei minus 5 Grad, es ist die unterste Stufe, und wir haben hier drin so eine Temperatur, dass wir in Unterhose rumrennen müssen. Also das wird hier drin richtig pupswarm. Ja. So, geht's weiter. Hier oben haben wir unser Hochbett, was wir nachgerüstet haben. Und hier sieht man mal, ich hatte es ja schon mal angesprochen, diese, ja, die Aufnahme des Bettes oberhalb des Daches. Und da haben wir eine schöne Abschlusskante, denke ich, hingekriegt. Das ist alles nur geölt, das ist nicht lackiert. Und wir arbeiten hier ausschließlich mit natürlichen Ölen, die die Oberfläche schön zur Geltung bringen, aber eben keine Lackausdünstungen haben oder wie auch immer, komplett antiallergen. Ja, und funktioniert super. Hier für den Sommer kleines Krafttier. Das Ding ist wirklich unglaublich. Hat eine unglaubliche Power. Und wenn man oben im Bett liegt und es sehr heiß ist, ist natürlich mit ein bisschen Sound verbunden. Aber zumindest mal beim Anfang des Einschlafens hilft es, dass einem nicht ganz so heiß ist. Ja, hier ist eine andere Ablagefläche. Und hier hinten ist, wie gesagt, unser Bett. Das Bett nimmt man hier, zieht es nach vorne. Dann hat man hier eine Liegefläche, die dort aufliegt und dort aufliegt. Ja, und dann haben wir da oben unsere Liegefläche, wo wir schlafen. Ja, dann machen wir mal das Bett. Ist auch ganz einfach. Zuallererst mal einfach das erste Brett hinausziehen. Zack, bis es angeröstet. Das kann auch nicht mehr runterfallen, weil das ist größer als das Loch unten drunter. Ihr seht, das bewegt sich auch nicht mehr. Dann kommt hier ein Sicherungsstift rein, dass es nicht mehr vor und zurück geht. Wunderbar, damit ist das Ding bombenfest. So, dann nehmen wir die Matratze. So, tun die hier hin. So, nehmen nochmal normalerweise das Laken, ziehen es hier vor. Und damit ist das Bett gemacht. Ja, dann kann ich sozusagen ins Bett hüpfen. Hallöchen. So, meine Frau ist schon oben. Und ihr habt gesehen, das funktioniert super. Und was wir erreichen wollten, war einfach ein Bett komplett aus Holz. Wir haben keine einzige Laufschiene verbaut, wir haben kein Metall da drin. Und es klappert kein bisschen, wenn wir fahren. Es ist absolut ruhig. Und das wollten wir haben und haben wir erreicht. So, ich komme jetzt nach oben. So, und wenn man das Bett macht, also wenn wir fertig sind mit Schlafen am Morgen, ist es auch ganz einfach. Man hebt sie einfach kurz hoch, schiebt es bis an die Matratze, hebt die Matratze hoch, schiebt es einfach unter die Matratze drunter. Und damit ist das Bett gemacht. Es kommen 2 Sicherungsstifte rein, damit wir beim Fahren das arretiert haben. Nummer 1 und hier Nummer 2. So, und damit sitzt es wieder bombenfest und lässt sich in keinsterlei Art und Weise bewegen. Und somit haben wir es geschafft, dass unser Bett eben für die Fahrt gesichert ist und zum Schlafen gesichert ist. Ja, vielleicht mal noch ein paar Sachen zur Technik. Hier unten. Hier könnt ihr es sehen, hier ist ein Gaswarner verbaut. Der warnt uns davor, wenn normales Gas austritt, wenn zu viel CO2 im Auto ist zum Beispiel. Also sprich, wir meinetwegen einen Leck in der Dieselstandheizung haben oder irgendwie was kaputt gegangen ist, wir sozusagen hier drin CO2 erzeugen. Und ganz wichtig, warnt uns auch vor Kampfgasen. Das heißt also, falls wir mal irgendwo stehen, irgendjemand K.O.-Gas ins Auto sprüht, CS-Gas reinsprüht, das Ding warnt uns, zumal wir noch 2 Hunde haben, also sollten wir das ohne Probleme da sozusagen eine Meldung kriegen. Wir haben hier unseren Spannungswandler 1000 Watt und wir haben hier den Solarregler, der unser Solar von oben kommt und den Strom einspeist in die Anlage. Warum haben wir das alles außen verbaut? Die Dinger werden wahnsinnig warm. Der ist ja Revest. Das heißt also, wir stecken den ein in die Steckdose vom Campingplatz. Und nachdem der eingesteckt ist, fängt der an, automatisch unser Auto zu laden. Was aber dazu führt, dass das Ding immer warm ist. So, tue ich das also in den Schrank rein, wird es noch wärmer. Und deswegen haben wir uns entschieden, weil wir auch Platzprobleme natürlich wie immer haben. Wir tun es außen hin. Hier kommt man sowieso, ich zeige es mir nochmal.
Man kommt hier sowieso nicht ran. Das heißt, die Bank liegt drüber und somit haben wir unseren Spannungswandler außerhalb, auch den Solarregler und können auch von hier ablesen, wie der Batteriestand ist. Und dementsprechend brauchten wir da kein zweites Panel. Das ist wunderbar einsehbar hier. So, unter der Bank geht's weiter. Hier ist unsere Elektrik verbaut. Das heißt, wir haben eine große Batterie, 100 Amperestunden. AGM. Wir haben die Anschlüsse dort. Wir haben hier ein Trennrelais, das, wenn ich vorne den Schlüssel vom Auto drehe, wird die Batterie sozusagen mit der Lichtmaschine verbunden. Wenn wir stehen, ist sie nicht verbunden. Das heißt, wir machen unsere Startbatterie niemals leer. Wir haben hier unseren Verteiler mit den einzelnen Sicherungen. Und wir haben hier ein fettes Kabel. Ja, wofür ist das? Wir haben vorne natürlich ordentlich Musik drin. 500 Watt plus 300 Watt Bass. Und da braucht man natürlich vernünftigen Strom. Wir haben hier eine kleine Besonderheit. Habe ich ja gesagt, komme ich nochmal zu. Steuergerät. Unser Motor ist aus dem 3er Golf. Die AFN-Variante, 130 PS. Und dazu gibt es nochmal ein eigenes Video. Da kommen wir nochmal drauf zu sprechen. Hier drunter ist unsere Standheizung. Der ist natürlich immer aufgeräumt. Jetzt ist da ein Waschbecken drin, aber jetzt zeigen wir sie mal. So, da ist sie. Autotherm R2D, ehemals Planar. Und die teilt sich auf. Also es geht ein Schlauch, der geht nach oben aufs Bett. Und der andere kommt hier unten auf den Boden raus. Warum oben aufs Bett? So, dazu mal eine Geschichte. Wenn ihr irgendwo im Winter steht und ihr habt ein Hochbett und ihr führt oben keine Heizung aufs Bett, dann habt ihr immer kalte Füße. Und es gibt ja nichts Schlimmeres, als sich ins Bett zu legen und kalte Füße zu haben. Und dementsprechend geht ein Schlauch von uns, ich glaube, das kann man jetzt nicht sehen, aber der geht hier unten drunter in den unters Bett sozusagen aufs Dach. Und da wir unserem Bett Löcher gebohrt haben in Abständen, zirkuliert diese Luft von unten durch die Matratze durch ins Hochdach. Das heißt, wenn wir uns, egal wie kalt es draußen ist, oben ins Bett legen, haben wir immer warme Füße, es ist immer gemütlich, wunderschön. Also selbst bei minus 5, minus 10 Grad macht es noch Spaß, oben zu schlafen. Ja, dann kommen wir mal noch zu unserem Stauraum. Hier vorne aus einem Stück Holz, da ist er, so. Das ist Birkensperrholz, total leicht, aber ich glaube ein Zentimeter dick oder 1,2, 12 mm dick, genau 12 mm hat es. Und ist aus einem Stück, das heißt also wir haben das Stück geformt, wir haben das Stück eingeschliffen und wir haben dann gesagt, wir schneiden aus dem Stück direkt die Tür aus, wie man hier sieht. So, und diese Tür, die lässt sich super klappen, haben wir hier noch so zum Arretieren uns was gebastelt. Ist auch alles... So, funktioniert fantastisch. Jetzt ist die Tür offen und wir haben hier vorne einen riesen Stauraum. Also da ist wirklich viel drin, unser gesamter Camping-Stuff, Fotostuff, irgendwas, was man noch alles braucht. Und ja, das funktioniert super. Und wir haben gleichzeitig noch, und das war uns sehr, sehr wichtig, hier vorne eine Ablagefläche erreicht. Das heißt also, wir haben hier vorne noch ein bisschen Platz. Die meisten Busse fangen ja hier schon an mit ihrem Stauraum. Das wollten wir nicht, sondern wir haben gesagt, wir wollen davor noch eine Ablagefläche, damit wir eben, wenn wir schlafen, hier Gläser hinstellen können, die Brille ablegen können, das Handy ablegen können. Ja, und das haben wir erreicht. Wunderschön. Hier sind wieder die Aufnahmeflächen zu sehen. Die Aufnahmen sozusagen von dieser, damit wir das Dach, was ja gebogen ist oder gerundet ist, sozusagen gerade machen. Und oben drauf ist dann unsere Ablagefläche. Ja, wer bei uns schon länger dabei ist, der weiß ja, dass wir uns ein Hochdach verbaut haben. Das habt ihr ja schon gesehen, hier ist es. Das ist aber nicht alles, sondern wir haben gleichzeitig auch noch Solarpanels und eine Dachluke eingebaut. Und die Solarpanels, die sind 60 Watt pro Panel. Und das heißt, wir haben 120 Watt Solar auf dem Dach. Die sind verklebt. Das heißt, wir haben keinen Windwiderstand. Wir haben auch an Höhe nicht dazu gewonnen. Und ganz wichtig zu der Höhe, wir sind 2,56 Meter und ein paar zerquetschte. Das heißt, wir passen noch in den Hi-Cube Container rein. Und wir müssen ja unser Auto, wenn wir das nach Südamerika schaffen wollen, in einen Container packen. Das heißt also, wir haben genau die Höhe, die wir brauchen. Und dementsprechend wollten wir die Solarpanels nicht aufbauen, sondern haben die verklebt und sind auch damit absolut zufrieden. Ja, wir haben ja in den letzten beiden Videos viel über unseren Swingaway gesprochen. Der ist jetzt im Winterzustand, das heißt, wir haben derzeit keinerlei Kisten hinten dran, sondern einfach nur das Leitersystem. Somit sind wir kurz.
steht hinten nichts über zum Einparken. Ja, und jetzt kommen wir mal zum hinteren Teil des Busses. So, und hinten haben wir wie so viele T3-Busse, und das funktioniert aber auch super, unseren Ablageplatz. Das heißt, wir haben hier, hier und hier drei große Fächer, in denen alles untergebracht ist, was man irgendwie zum Autoschrauben braucht. Oben drüber ist der Platz der Hunde, da liegt jetzt noch unser zweites Reserverad, weil wir das jetzt derzeit nicht hinten fahren, also hinten dran haben. So, und was hier ganz cool ist, das heißt, wir haben hier unten drin solche, man kann sagen, so Einschubkästen. Und in diesen Kästen ist eigentlich alles drin, was wir mitnehmen wollen, an Material, an Schläuchen, an Schellen, Bohrmaschine, Akkuschrauber, alles, was man irgendwie braucht beim T3. Man braucht es ständig. Also insofern, das haben wir hier. Wir haben hier auch zwei Wagenheber. Guckt mal hier. Eins. Und auf der anderen Seite ist ein zweiter. Die dienen aber nicht dazu, das Auto hochzuheben, sondern damit machen wir es einfach fest auf dem Camping. Weil wenn der einfach nur auf seinen komischen, wie heißt es, auf diesen Auffahrdingern da drauf steht, dann bewegt sich das Auto ja noch, und das heißt, man hat immer das Federspiel. Wenn wir jetzt aber diese roten Anhängestützen da drunter machen, dann ist der Wagen fest und wie ein Haus sozusagen, bewegt sich überhaupt nicht mehr. So, hier ist übrigens der Auslass unserer Standheizung, mal an einem anderen Ort. Wir wollten den nicht auf der Seite haben, weil dort ja der, der Kühlschrank auch ist. Also sprich, da kann der Wind reinwehen. Und wir sind hier flexibel. Also wir können sogar, wir können die nochmal rausbiegen, wenn wir Lust haben. Oder wir machen hier hinten dran noch ein Stück Holz oder wie auch immer, dass es nicht unter das Auto kommt. Und da passiert auch nichts. Also damit fahren wir schon eine ganze Weile, und das Ding macht schön warm in der Hütte. Ja, das war unsere Roomtour soweit. Wir hoffen, dass wir alles abgedeckt haben. Wer Fragen hat, stellt die bitte in den Kommentaren. Wir werden in nächster Zukunft mal ein Video über unseren Motor machen und mit der Werkstatt, die uns das Ding umgebaut hat. Also ich kann nur sagen, 130 PS im Bulli, das geht ab. Wir sind nicht mehr schleichend auf der rechten Spur. Ja, uns hat es Spaß gemacht, dass ihr zugeschaut habt. Wenn es euch gefällt, was wir hier machen, dann lasst uns einfach mal ein Like da und abonniert den Kanal. Ansonsten können wir nur sagen, eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Alessandro und Björn auf Reisen. Ciao.